Der katholische Abt Barnabas Bögle und der frühere evangelische Oberkirchenrat Martin Bogdan. In Freundschaft ist der evangelische Pfarrer den Ettaler Benediktinern verbunden, weshalb diese ihm auch zur ökumenischen Vesper in Gedenken an Pfarrer Dietrich Bonhoeffer eingeladen haben, der hier von November 1940 bis Februar 1941 lebte. Ein außergewöhnlicher Pfarrer, der den Nazis widerstand und Christen aller Konfessionen beeindruckt. Pfarrer Martin Bogdan erinnerte daran, dass Bonhoeffer und die Benediktiner der Willen zur Nachfolge Jesu verbindet. Bogdan zitierte aus Bonhoeffers Werk. Wer ungeteilt dem Gebote Jesu folgt, wer das Joch Jesu ohne Widerstreben auf sich ruhen lässt, dem wird die Last leicht, die er zu tragen hat. Der empfängt in dem sanften Druck dieses Joches die Kraft, den rechten Weg ohne Ermatten zu gehen. Wir sind sehr dankbar, dass Ettal zu einem ökumenischen Ort der Bonhoeffer-Verehrung geworden ist, dass Bonhoeffer nicht nur ein Heiliger sozusagen der evangelischen Kirche ist, sondern auch für unsere katholischen Mitchristen eine große Bedeutung gewonnen hat. Bonhoeffers wohl bekanntestes Lied von guten Mächten sangen alle zum Abschluss der Vesper an der Gedenktafel für Bonhoeffer und Pater Rupert Meyer, der in Ettal ebenfalls untertauchte. Und erst im Nachhinein haben wir gemerkt, haben unsere Mitbrüder gemerkt, dass diese wenigen Monate des gemeinsamen Lebens eine gelebte Ökumene gewesen sind. Vor allem, weil der rote Faden, der sich durch das Werk Bonhoeffers zieht, Jesus Christus ist. Und der ist auch die innerste Mitte der Benediktsregel. Während seines Aufenthalts in Ettal hatte Bonhoeffer Zugang zur Klausur und Bibliothek, aß gemeinsam mit den Brüdern im Refektorium des Klosters, besuchte ihre Messen. Die Benediktiner lernten und schätzten ihn, so heißt es in Aufzeichnungen, als liebenswerten, toleranten und ebenso frommen Vertreter der bekennenden Kirche kennen. Auch der evangelische Landesbischof ist beeindruckt von der Person Bonhoeffers. Dass er es so zusammengebracht hat, wie ich es mir auch vorstelle, das Leben, also das besteht im Beten und im Tun des Gerechten, so hat er es ja formuliert. Also das Beten ist eine wesentliche Voraussetzung, das Gespräch mit Gott, das Hören auf Gott, auf Gottes Wort und dann zu antworten im Leben, im Tun des Gerechten, sich um die Menschen kümmern, die uns brauchen. Die Menschen, die entrechtet sind, die unterdrückt sind, die unterprivilegiert sind in unserer Gesellschaft. Er wurde verhaftet und kurz vor Kriegsende, am 9. April 1945, hier im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz erhängt. Er steht für ein politisches, engagiertes Christentum, für ein Leben in der Nachfolge Jesu.